Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play hier auf dem Kanal. Und zwar schauen wir uns Ironsmith mit Evil Simulator, also zu Deutsch Eisenschmied Mittelalter Simulator, an von Playway bzw. Ultimate Games SA, also das ist ein Studio von Playway, bzw. da wiederum ein Unterpublisher von Playway. Das ist ja alles so eine Sache. Auf jeden Fall. So sieht's aus. Neues Spiel bzw. eine Demo bzw. ein Prolog. Also ihr seht schon hier das Prolog-Version of the Game. Sprich, viele Mechaniken brauchen noch Polish und sind noch lange nicht final. Aber Playway, also der große Dachkonzern darüber oder der Hauptkonzern, sagen wir es mal eher so, verfolgt mittlerweile eine neue Strategie. Es kommen jetzt in der nächsten Zeit viele Demos und viele Prologe von Spielen raus, die sie angekündigt haben. Um zu zeigen, hey, wir arbeiten wirklich an den Spielen und die kommen auch. Und B, um halt schon mal zu testen und zu zeigen, was geht nicht, um auch schon mal Feedback der Community mit einzuholen. Das finde ich sehr geil. Und deswegen, ja, ich habe mich auf das Spiel so oder so schon hier gefreut, weil da muss man auch Playway bzw. Ultimate Games in dem Sinne einfach mal danken. Welcher Publisher traut sich denn jetzt noch im Jahr 2020 solche Genres hier anzufassen? Ne? Also solche Untergenres im Endeffekt noch. Einfach mal ein Beruf des Eisenschmieds im Mittelalter. Traut sich doch keiner mehr, weil könnte sich ja nicht gut verkaufen. Playway macht's einfach. Umso schöner. So, wir haben Tutorial und den Prolog. Tutorial habe ich schon durch. Prolog habe ich schon ein bisschen angespielt, weil natürlich alles nur in Englisch. Okay. Das gleiche gilt für sämtliche Einstellungen hier. Das ist leider momentan noch nicht so geil. Ich hoffe, es passt soweit alles. Ich drücke mal auf Start Prolog und wir starten ein neues Game. Ich muss das auch mit einmal durchziehen, denn wir können nicht speichern. Es gibt momentan noch keine Speicherfunktion. Das Ganze geht erstmal los mit einer wunderschönen Zwischensequenz. Es ist momentan noch nichts vertont. Es soll später noch alles vertont werden und so weiter und so fort. Aber momentan gibt es dann nur Textpassagen. Und da ich weiß, dass viele von euch das gleiche Problem haben wie ich auch, sprich, sie verstehen kaum Englisch, fasse ich das immer halt mal hier ein bisschen zusammen. Das ist unser Vater, wir sind der Sohn eines Eisenschmieds, wer hätte es gedacht, und werden jetzt die Grundzüge lernen, wie hier wo was funktioniert. Ja, das ist hier im Endeffekt unser Grundstück, das ist unser Inventory, so sehen wir aus, das sind Inventory Slots, das sind die Kohlen, die wir haben, unser Level, unser Titel, unser Ruf. Es gibt ein Skill, es gibt ein Journal, erstmal ganz klar. Und es gibt ein Skill Tree. Ja, auch das gibt es ja noch. Ist coming soon, ist also momentan noch nicht aktiviert. Und ihr seht das Ganze hier. Es gibt eine Fantasy-Abteilung, eine Weiterbildungsabteilung, eine Kampfabteilung und irgendwas mit Nordic. Keine Ahnung, ihr seht aber alles selber. Ist alles gelockt. Das ist momentan im Prolog noch nicht mit enthalten. So, wir quatschen jetzt mit unserem Vater. Der wird uns hier erstmal mehr oder weniger die Grundzüge beibringen, was wir machen sollen. Und ihr seht schon hier, oben rechts steht jetzt da, was sollen wir tun? Ja, oder was sollen wir machen? Wir brauchen 5 Kohle und 5 Holz. Ja, das ist erstmal das allererste. Ja, und danach sollen wir wieder mit ihnen reden. Also nehmen wir uns 5 mal Holz. Und hier hinten holen wir uns 5 mal Kohle. Die brauchen wir, logischerweise, um den Ofen anzuschmeißen. Ja, soweit, so klar. Gut, wenn wir das Ganze gehabt haben, gehen wir wieder hier hin, quatschen mit ihnen. Hi Vater, wir haben alles, das ist sehr schön. Dann heben wir einmal einen Hammer auf und einmal eine Zange. Und sobald wir da wieder fertig sind, quatschen wir wieder. Ja Vater, ich bin gar nicht so doof, ich konnte das aufheben. Das ist sehr schön und jetzt seht ihr hier, haben wir 2 Aufgaben. Wir tun einmal die 5 Holz rein, einmal die 5 Kohle und heizen den ganzen Spaß hier an, beziehungsweise währenddessen, achso, sehr schöner Bug, hatte ich vorher auch noch nicht. Okay, geht so halbwegs? Ne, geht nicht, ne? Normalerweise, ihr seht, müsste ja hier was kommen. Haben wir aber gerade nicht mehr. Das ist sehr gut. Ah, jetzt haben wir es wieder. Dann nehme ich das Ganze mal wieder hier auf. Okay, dann passt das. Aber ich brauche noch einen Hammer. Gott sei Dank haben wir noch einen zweiten, hat Playway mitgedacht, falls mal was rumbacken sollte. So, jetzt geben wir hier Gas, beziehungsweise einheizen. Ihr seht hier unser Fuel.
sind 5 Kohle, 5 Holz. Wir müssen dreimal hier das Ganze dran betätigen, dass wir auf 1600 Grad kommen. Und ab dann können wir weitermachen. So, denn jetzt sollen wir einen Eisenbarren erhitzen. Die liegen halt überall hier rum. Fasse ich einmal hier mit der Kneifzange an und schmeiße den dann hier rein. So, wir brauchen immer um die 1600 bis 1700 Grad. Und ihr seht jetzt, hier unten läuft jetzt eine Prozentanzahl durch. Kann man auch hier sehen, wie heiß der, das Eisen ist. Ja, soweit so normal. Und unsere allgemein erste Aufgabe heißt, was? Genau, wir sollen Nägel produzieren. Erstmal so das Einfachste vom Einfachsten. Ne? Noch keine Schwerter oder sonst was. Nee, erstmal die Basics lernen und erstmal Nägel machen. Ab und zu immer mal ein bisschen hier Gas geben. Das Spiel basiert, by the way, auf der Unreal Engine 4. Ja, ich glaube, da muss man Playway auch einfach dankbar sein, dass die alles, die ihre letzten Spiele vor allen Dingen alles größtenteils auf Unreal Engine gelassen haben und nicht mehr auf dieser Unity Engine. So, jetzt hauen wir das Ganze hier auf unseren Dings drauf, ne, auf unseren Amboss, interagieren das Ganze und schlagen das alles mal hier so ein bisschen frei. Ja, beziehungsweise einfach mal so ein bisschen kleiner machen. Das geht so lange, bis wir hier oben eine neue Aufforderung haben. Zack. Jetzt können wir auswählen, was wir machen sollen. Wir haben den Auftrag, Nägel zu machen. Wir machen 3 Nägel. Steht dann hier Crafting List. Es brauchen wir eine gewisse Anzahl, dass wir überhaupt was machen können. Dann bestätigen wir das jetzt. Hauen hier einmal dagegen. Zack, hier einmal. Und hier einmal. Zack. Und zack. Das sind dann im Endeffekt unsere Nägel, die wir jetzt hier machen. Hauen wir einfach mal Bilder gegen. Da haben wir den ersten. So, zack. Oh, daneben geschlagen. Immer schön in den Punkt reinschießen. Und da geht's ja weiter. Im Übrigen, das Spiel, also dieser Prolog, ist kostenlos. Sucht einfach auf Steam nach Ironsmith Medieval. Oder einfach nur Ironsmith halt. Und sucht die Abteilung des Prologs aus, könnt ihr euch downloaden. 10 GB ist das Ganze groß, wohl bemerkt. Und dann könnt ihr das Ganze auch selber spielen. Das ist jetzt hier. Das ist jetzt hier nicht irgendwie, wie soll man sagen, exklusiv für uns. Ne? Also könnt ihr alles machen. So. Also, wir warten kurz, bis Martin kommt. Denn Martin wird der erste Kunde sein, den wir jetzt hier mit bedienen. Den ersten Auftrag vonstatten geben. So, das ist sehr schön. Wir klicken das alles hier erstmal durch. Jetzt muss ich wieder mit meinem Vater talken, ne, weil talken ist ganz wichtig. Sehr schön, bla bla, yes. Wir halten uns erst gar nicht mit den Nägeln. Bevor ich das vorlese, da, ne, ihr wisst Bescheid. So, da kommt sowieso noch bestes Denglisch dabei raus. Belassen wir es also so dabei und klicken das einfach weg. So, jetzt sollen wir das Ganze wieder hier erhitzen. Und ihr seht, wir sollen Nägel machen und genau, Nägel sollen wir in dem Sinne einmal hiermit machen und eine Sichel. Ja, also forget the Sickle, ne, Sickle Blade. Also eine Sichel sollen wir machen und wir sollen Nägel machen. Ist natürlich relativ simpel. Wir können das Ganze auch ein bisschen effektiver gestalten und können hier einfach so zweites Ding einfach hier mit reintun. Ja. Aber hier nochmal neu durchboosten. Umso schneller geht der ganze Spaß dann nämlich auch. Da müssen wir nämlich nicht jedes Mal von vorne anfangen, denn die Ressourcen, sprich die Kohle und das Holz und so weiter und so fort, das verbrennt natürlich auch, beziehungsweise hat irgendwann sein Zenit erreicht, ne, wer hätte es gedacht. Und dadurch, dass wir immer nur eine gewisse Anzahl an Ressourcen haben, jedenfalls jetzt hier momentan, man kann diese später auch nachkaufen, sollte man darauf achten. So, wir machen hier eine Sichel, das sollte soweit sein, craften wir. Es gibt teilweise ja manchmal noch Probleme, dass es nicht weitergeht, also einen sogenannten Gamebreaker, aber hoffen wir mal, dass das jetzt soweit nicht gesteht. Hier müssen wir dann einfach so eine Art kleines Minispiel machen, ne, dass das alles so passt, wie es passt. Ihr seht, Sichel ist in dem Sinne fertig, sehr schön. Dann geht es hier weiter, nehmen wir uns den nächsten raus, den wir uns schon mal glücklicherweise vorbereitet haben. Gehen das hier rein, agieren hier wieder, machen das wieder klein. Und dann machen wir noch Nägel draus, denn die brauchen wir für die Sichel. Denn das ist jetzt schon etwas, nennen wir es mal fortgeschritten, nenne ich es einfach mal. Denn hier müssen wir jetzt auch mit der Working Bench arbeiten, also mit der Werkbank. Um die Sichel fertig zu stellen.
simple Geschichte, würde ich sagen. So, dann haben wir das Ganze einmal hier, haben wir wieder hier drauf. Das ist, wie gesagt, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das geht auch, wie gesagt, alles automatisch. Also eigentlich idiotensicher das Spiel. Sobald man verstanden hat, um was es geht, logischerweise. So. Und hier geht's weiter. Zack. Sehr schön. Somit sind die Nägel im Inventar. Das ist sehr gut. Jetzt bewegen wir uns hier rein. Und gehen hier an die Working Bench. Das seht ihr schon. Sichel. Ich brauche noch so ein Handle. Und das habe ich momentan nicht. Moment, da muss ich einmal wieder leaven. Das Handle. Genau, da müssen wir einmal hier hin. Und müssen das Ganze hier aufnehmen. E für Pickup. Vielen Dank. Und dann geht's wieder hier rein. Zack. So, also wir haben Händel, wir haben 1, 2, 3, 4. Und jetzt können wir das Ganze craften. Sprich, wir nehmen uns die Sichel. Nehmen hier den Halter. Zum Festhalten, den Griff, so auf Deutsch. Dann haben wir hier unsere Nägel, die wir gemacht haben. Sehr schön. Hauen wir das Ganze rein hier. Sehr schön. Halt, nochmal. Ja, so. Hier noch rein. Sehr schön. Und damit hat sich hier die Sichel erstmal mit erledigt, wenn ich es wieder aufpicken kann. Sehr schön. Und ihr seht das jetzt nicht. Also doch, ihr seht das hier ein bisschen. Ne? Ich habe die jetzt auch in der Hand. Funktioniert also alles einwandfrei. Klapper ich hier mit denen. So, ist ready. Sehr schön. So. Wunderbar. Jetzt sollen wir noch eine Pferdesohle, also nicht eine Pferdesohle, wie nennt sich das hier, was die Pferde hier halt haben, Hufeisen, danke. Hufeisen machen. Sprich, wir nehmen uns jetzt hier noch einmal 5 Stück raus. Warte mal, tauschen das hier aus, sehr schön. Weil wir brauchen natürlich auch wieder Holz, denn es ist mittlerweile verbrannt. Beziehungsweise aufgebraucht. Sieht man dann halt auch hier, ne, man hat keine Hitze mehr oder sonstiges. Sprich, wir putten den ganzen Spaß hier wieder mit rein. Nehmen uns hier die Zange, nehmen uns hier das Gedöns, machen schon mal Gas. Nehmen uns den nächsten Eisenbarren. Stecken den hier rein. Oh, das war der Hammer, Entschuldigung. Das war so nicht geplant. Tun den hier rein. Zack. Dann noch mal ordentlich durch hier und warten dann wieder, bis der Spaß fertig ist. Das ist also die Basics der Basics, die wir hier gerade machen, aber das passt schon mal. Und ihr seht, Hitze geht ganz gut hoch. Ab 90 können wir das theoretisch rausnehmen. Problem ist, der Eisenbahn kühlt natürlich auch wieder ab. Und unter 90, glaube ich, ist die Qualität kacke. Deswegen lieber auf 100% machen, weil bis der die 10% verliert, bis es dann halt kritisch wird oder bis die Qualität schlechter wird, dauert es ewig und 9 Jahre. Gefühlt auf jeden Fall. Deswegen ist es so eher besser. So, Q, E. Da hauen wir das einmal rein hier. Hauen da wieder dagegen, bis es klein genug ist. Sehr schön. Jetzt sagen wir alles klar. Hufeisen. Da kommt gleich wieder eine kleine Zusatzhilfe hier dazu. Klicken wir einmal hier dran. Ah ja, sogar mal in der Mitte getroffen, beeindruckend. Nochmal in der Mitte getroffen, Wahnsinn. Haben wir eine gute Qualität hier. Auch wenn sie eigentlich irrelevant momentan ist. So, dann sagt man einmal hier, sehr schön. So, sehr gut, haben wir das Ganze. Und jetzt kommt eine kleine, wie soll man sagen, eine kleine Fahrt in die nächste Stadt mit hinein. Dort werden wir nämlich weiterarbeiten. Ihr seht, das Spiel ist bei Weitem, also bis auf die Grundzüge logischerweise, was das Polishen angeht, bei Weitem noch nicht fertig. Man erkennt das zum Beispiel daran, dass die Pferde das zwar irgendwie schleppen, aber irgendwie keine Verbindung zu dem Wagen da so da ist. Ne? Also, ja, das ist alles so eine Sache. Es könnte jetzt ein bisschen laut werden. Wundert euch da nicht, ich versuche das dann zu regulieren, dass es euch nicht die Ohren zuschreit, denn da fehlt noch ein bisschen was die Lautstärke da hält, wo sie halten, was es da halten sollte. Ihr wisst was später. So, haben wir schon mal Black Screen,
Und jetzt wird geladen und jetzt geht's in die Stadt. Gut, die schönste Küchensequenz war es jetzt momentan noch nicht, aber wir sind jetzt in der Stadt. Irgendwas ist mit unserem Vater, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist Baron. Ja, und für den werden wir jetzt arbeiten müssen. Und er stellt uns dann auch gleich seine Schmelzerei, nenne ich es jetzt einfach mal, vor. Das ist ganz klar. Ein bisschen Dings auf dem Bein. Also, wir haben hier eine Schmelzofen, wir haben hier ein Fass mit Wasser, wir haben hier eine Working Bench, wir haben hier Schleif- und Formgelümpe, wir haben hier Müll, wie das mir eher aussieht, wir haben hier drinnen, ich weiß gar nicht, wie das ist, das ganz gleich, also ihr werdet es gleich sehen, ne, der erklärt uns halt hier alles, alles schick schön, ja, ist in Ordnung, jawohl, I can repeat, so, thank you, remember, läuft. Ja, und dann ist es halt erstmal so um uns hier geschehen, ne? Und hier können wir, ihr seht jetzt hier oben rechts, wir sollen jetzt erstmal unsere erste Waffe craften. Dabei ist es egal, was wir machen, Hauptsache wir machen es erstmal. Und danach kommen spezifischere Aufträge. So, ich würde aber erstmal sagen, wir sind erstmal mit dem ersten Part hier durch. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut da renne. Tschüssi, Gowski.